Das Video, das ihr gerade auf dem Bildschirm seht, zeigt ein menschliches Gehirn und wurde auf einem MRT, einem Magnetresonanztomographen, aufgenommen. Viele von euch wissen das vielleicht schon, aber es ist diese Technologie, die es Kliniken und Krankenhäusern auf der ganzen Welt ermöglicht, schwere Krankheiten wie Krebs zu diagnostizieren und frühzeitig mit der Behandlung zu beginnen. Zweifellos kann man behaupten, dass die Entdeckung dieser Art von Maschine, die es Ärzten ermöglicht, das Innere unseres Körpers mit hochauflösenden Bildern zu beobachten, einen Wendepunkt in der Welt der Medizin darstellte. Aber das Interessanteste von allem ist, dass die Technologie, die in den heutigen MRT-Geräten verwendet wird, nicht für die Medizin, sondern für einen ganz anderen Zweck erfunden wurde. Für die Kriegsführung. Wenn es eine Sache sind, über die wir uns alle einig sind, dann, dass Kriege eine Katastrophe sind. Sie sind grausam, barbarisch und ungerecht. Katastrophale Situationen, die kein Mensch durchmachen sollte. Doch so schrecklich Kriege auch sein mögen. Die Wahrheit ist nun mal, dass wir dem Militär eine Vielzahl von Technologien und wissenschaftlichen Fortschritten zu verdanken haben. Der Fall der Magnetresonanztomographie ist ein klares Beispiel dafür, aber darüber hinaus finden wir, wohin wir auch schauen, eine Vielzahl von Produkten, Diensten und Technologien, die gerade wegen der Bedrohung durch den Krieg entstanden sind. Denkt zum Beispiel an das GPS in euren Handys, Atomenergie, die ursprünglich ja auch für Kriegszwecke erfunden wurde, und vor allem eine große Erfindung. Das erste Internetnetzwerk der Geschichte war das ARPANET, ein vom US-Verteidigungsministerium entwickeltes Netzwerk. Dessen Infrastruktur seht ihr gerade auf dem Bildschirm. Ziel dieses Projektes war es, ein Computernetzwerk zu schaffen, das einen Atomschlag überstehen könnte. Ob dies wirklich der Fall wäre, werden wir hoffentlich nie erfahren müssen. Aber erste recht unschädliche Tests mit Kim Kardashians Hintern verliefen ja vor einigen Jahren durchaus vielversprechend. Aber im Ernst, das uralte, sich aber immer wieder bewahrheitende Sprichwort vom Krieg als Vater aller Dinge hat uns hier auf Visual Economic dazu veranlasst, uns ein paar Fragen zu stellen. Ist es möglich, dass der Krieg, abgesehen von seinen schrecklichen Folgen, auch ein Katalysator für Innovation und technologische Entwicklung sein kann? Sind all diese Erfindungen nur purer Zufall oder steckt hinter der Kriegswirtschaft etwas viel Elementareres, etwas Wichtigeres? Könnten Länder, die sich derzeit im Krieg befinden, wie zum Beispiel die Ukraine, in ein paar Jahrzehnten zu neuen Technologiemächten werden? Und sind die USA heute wirklich technologisch so fortschrittlich, weil sie in all den Kriegen, ob heiß oder kalt, an denen sie teilgenommen haben, so viele Innovationen hervorgebracht haben? Heute werden wir all diese Fragen beantworten, und zwar sofort nach einer kurzen Werbeeinlage des Sponsors, der dieses Video möglich gemacht hat. AG1, den Nahrungsergänzungsmittel, das ganze 75 hochwertige Inhaltsstoffe auf eine Art und Weise kombiniert, die eine hohe Bioverfügbarkeit sicherstellt. Viele fragen uns ja oft, wie wir es eigentlich schaffen, so viele Videos in so kurzer Zeit zu produzieren. Nun, dazu gehören natürlich eine perfekte Koordination im Team und langfristige individuelle Leistungsfähigkeit. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass man unbedingt leistungsfähig sein muss, sondern dass man leistungsfähig sein will, weil Leistung eben Spaß macht, nicht wahr? Der Schlüssel dazu ist eine gute Routine, denn Routinen sind essentiell, um unseren Alltag zu strukturieren und Körper und Geist auf Kurs zu halten. Bei mir sieht diese so aus, dass ich als Nachteule nach dem Aufstehen und vor dem Frühstück erst einmal meinen Kreislauf in Schwung bringe, idealerweise mit ein wenig Sport. Davor kommt noch etwas anderes Wichtiges. Der Körper will mit Wasser und wichtigen Nährstoffen versorgt werden, allerdings ohne ihn zu belasten. Und an dieser Stelle gibt mir AG1 den aktivierenden Nährstoffkick. Mit seinem umfassenden Spektrum an 75 hochwertigen Inhaltsstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und Bakterienkulturen. Das Tolle daran, es ist sehr einfach in der Anwendung. Man muss nicht mehr zig verschiedene Präparate mischen. Seine Mikronährstoffe wurden aus echten natürlichen Nahrungsmitteln wie Erbsen oder Soja gewonnen und sind in hoher Bioverfügbarkeit vorhanden, sodass sie besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. Außerdem schmeckt es auch noch gut. Mir zumindest. Eine einzige Portion AG1, das heißt ein Messlöffel in 250 ml Wasser, versorgt meinen Körper nach dem Aufstehen mit vielen wichtigen Nährstoffen. Und dann geht's gleich nach draußen, um mit reichlich Sonnenlicht und Bewegung meinen zirkadianen Rhythmus und Energiestoffwechsel in Schwung zu bringen. Dadurch bin ich automatisch wacher, besser gelaunt und stelle meine innere Uhr ein, um tagsüber leistungsfähig für das Recherchieren, Schreiben und Filmen zu sein und abends trotz aller Krisen dieser Welt, über die ich dabei nachdenken und berichten musste, gut einschlafen zu können. Also, das ist mein Start in den Tag. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie eure Morgenroutine aussieht. Passend dazu bietet AG1 unserer Community ein exklusives Frühjahrsangebot. Wenn du auf den Link in der Videobeschreibung klickst, erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K5 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive schicker Aufbewahrungsdose und einem praktischen Shaker zur Monatspackung dazu. Ach, und vor dem Abo brauchst du auch keine Angst zu haben. Du kannst es jederzeit pausieren, kündigen
Termin oder den Lieferrhythmus nach Belieben anpassen. Das ist aber noch nicht alles. Um dir die Entscheidung noch leichter zu machen, bietet AG1 eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Stellst du also nach 3 Monaten fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du das Geld für die erste Bestellung einfach wieder zurück, ohne dass du dafür irgendwelche Gründe angeben musst. Also, worauf wartest du noch? Probier AG1 doch einfach mal aus und bring deine Ernährung und Routine auch auf Vordermann. Und schreib mir dann hier in den angepinnten Kommentar, wie eure Erfahrungen waren. Ja, das würde uns wirklich interessieren. So, und nun lasst uns wieder zum Thema dieses Videos und der Beantwortung unserer Fragen kommen. Kann Krieg, abgesehen von seinen schrecklichen Folgen, tatsächlich Innovation und technologische Entwicklung fördern? Gibt es einen tieferen Zusammenhang zwischen Kriegswirtschaft und Erfindungen? Können Länder, die sich derzeit im Krieg befinden, wie zum Beispiel die Ukraine, in ein paar Jahrzehnten zu neuen Technologiemächten aufsteigen? Und ist der technologische Fortschritt der USA heute wirklich auf ihre Beteiligung an Kriegen, ob heiß oder kalt, zurückzuführen? Also, schnallt euch an, es geht los! Wir schreiben das Jahr 1957. Was ihr auf dem Bildschirm seht, sind die Bilder des ersten künstlichen Satelliten, den die USA ins All zu schießen versuchten, den Vanguard TV3. Zehntausende Menschen konnten dank ihrer Fernsehgeräte beobachten, wie amerikanische Wissenschaftler dabei waren, eine der größten Errungenschaften der Menschheit zu erreichen. Oder zumindest konnten sie sehen, wie sie versuchten, es zu tun. Der Start von Vanguard TV3 war ein kompletter Fehlschlag. Und es war nicht nur ein Misserfolg auf wissenschaftlicher Ebene, sondern auch auf politischer und sogar militärischer Ebene. Nur wenige Monate vor der Vanguard-Katastrophe hat es die Sowjetunion geschafft, den Vereinigten Staaten einen Schritt voraus zu sein, indem sie Sputnik 1 startete, den ersten künstlichen Satelliten der Geschichte, der die Erdumlaufbahn erreichte. Könnt ihr euch vorstellen, was für einen Schlag dies für die Moral der amerikanischen Gesellschaft darstellte? Die Sowjets, die Kommunisten, die Väter der Revolution, der ultimative Feind der Freiheit. Sie gewannen das Weltraumrennen und damit auch den Kalten Krieg. Damals wusste niemand genau, wie der Weltraum als Erweiterung des Schlachtfelds genutzt werden konnte, selbst auf nuklearer Ebene. Und verschiedenen damaligen Einschätzungen zufolge stellte dies eine Gefahr dar, die den Amis wirklich Angst machte. Die US-Regierung war gezwungen zu reagieren. Bis dahin waren die Weltraummissionen nicht als besonders wichtig angesehen worden. Sie waren nur ein weiterer Zweig des Verteidigungsministeriums. Sie verfügten weder über eine eigene Einheit noch genügend Budget, um mit ihren Hauptkonkurrenten gleichzuziehen. Die Sowjetunion hingegen war ein sozialistisches Land, das in der Lage war, alle Ressourcen seiner Wirtschaft auf ein Ziel zu konzentrieren. Wenn die USA diese riesige sowjetische Maschinerie besiegen wollten, mussten sie also alle Register ziehen. Deshalb wurde 1958 die wichtigste Raumfahrtorganisation gegründet, die wir bis heute kennen, die NASA. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass die Gründung der NASA ein durchschlagender Erfolg war. Die USA waren vorher nicht einmal in der Lage, einen kleinen Satelliten zu starten und 10 Jahre später schickten sie 4 Männer zum Mond und brachten sie gesund wieder nach Hause. Dies wurde natürlich durch eine enorme Menge an öffentlichen Ausgaben erreicht. Die US-Regierung gab mehr als 0,7% des US-BIP allein für die Entwicklung der NASA aus, eine Zahl, die sogar höher ist als das, was viele Länder für ganze Armeen ausgeben. Dank all dieser Investitionen konnte die NASA nicht nur einen Sieg über die Sowjetunion erringen. Nein, sie entwickelte dabei auch eine Vielzahl von Technologien, wie zum Beispiel die digitale Bildgebung zur Kartierung des Mondes. Und genau sie war dann Jahre später ein entscheidender Beitrag bei der Entwicklung von MRTs, über die wir am Anfang dieses Videos gesprochen haben. Der interessanteste Teil von all dem, der Grund, warum wir dieses Video auf einem Wirtschaftskanal und nicht auf einem Astronomiekanal machen, liegt jedoch in der folgenden Karte. Diese Karte zeigt die US-Bezirke, in denen die Raumfahrtindustrie während der Ära des Weltraumrennens aktiv war. Die NASA investierte die meisten ihrer Ressourcen in die unbekannteren Bezirke. Und der Clou dabei ist nun, dass eine kürzlich durchgeführte Studie untersucht hat, was mit der Wirtschaft dieser Bezirke passiert ist. Und dabei kam Folgendes heraus. Während des Weltraumwettlaufs steigerten die Bezirke, in die NASA investierte, ihr Produktionsniveau. Es wurden zahlreiche Patente erteilt, die Löhne stiegen und die Arbeitslosigkeit sank. Bis zu diesem Punkt war alles wie erwartet. Das Kuriose an dieser Sache war jedoch, was passiert ist, als das Weltraumrennen zu Ende ging. Das heißt, als die NASA aufhörte, Geld in diesen Regionen auszugeben. Es wäre ja zu erwarten gewesen, dass die Wirtschaft dieser Orte zusammenbricht, wenn all die riesigen öffentlichen Geldspritzen wegfallen. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Orte, an denen die NASA ihr ganzes Geld ausgab, florierten auch weiterhin, auch ohne die staatlichen Investitionen.
In dieser Studie wird auch berechnet, dass die Wirtschaft für jeden investierten Dollar um zusätzliche 3,8 Dollar wachsen konnte und darüber hinaus eine soziale Rendite von etwa 20% pro Jahr erzielte. Und ich bin sicher, dass sich viele von euch, nachdem sie das gehört haben, eine Frage stellen. Ist dies nun der Beweis dafür, dass Staatsausgaben der Schlüssel zur Ankurbelung einer Wirtschaft sind? Könnte man diese Art von Kriegsinvestitionen auch auf andere Branchen oder Länder anwenden, um sie zu technologischen Giganten zu machen? Nun, wenn euch die Antwort darauf genauso interessiert wie uns, dann passt jetzt gut auf. Denn was wir euch jetzt erzählen werden, dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Es ist wichtig, wie der Staat Geld ausgibt, nicht wie viel. Die Ausgaben für die NASA und generell die Ausgaben für militärische Investitionen und Entwicklung in den USA sind eine ganz andere Art von öffentlichen Ausgaben als herkömmliche Investitionen. Gehen wir zum Beispiel noch einmal auf die Grafik der NASA-Investitionen zurück. Obwohl die öffentlichen Ausgaben für das Weltraumrennen aus den öffentlichen Kassen stammten, wurde der Großteil davon direkt in private Unternehmen in den Bereichen Raumfahrt und Technologie investiert. Der Weltraumwettlauf wurde größtenteils nicht von Beamten oder Wissenschaftlern an Universitäten durchgeführt. Er wurde von Subunternehmern durchgeführt. Mehr als 90% der NASA-Mitarbeiter waren bei privaten Unternehmen angestellt. Dieser Punkt mag auf den ersten Blick als unbedeutend erscheinen, aber er macht aus zwei Gründen einen riesengroßen Unterschied. Erstens werden durch die Bereitstellung öffentlicher Mittel für private Unternehmen die zahllosen Probleme vermieden, die Staatsunternehmen in der Regel haben. Nämlich riesige, blutsaugende Bürokratien, mangelndes Branchenwissen, politische Anreizprobleme, starre Vorschriften und Strukturen und eine Menge anderer Probleme. Der zweite Grund ist, dass es eine hervorragende Gelegenheit darstellt, die Entwicklung und Schaffung lokaler Industrien anzustoßen. Vor allem, wenn es sich um aufstrebende Industrien mit großen Zukunftsaussichten handelt, wie damals eben die Luft- und Raumfahrtbranche. Und abgesehen davon, dass die Investitionen über private Unternehmen abgewickelt wurden, gibt es doch einen weiteren wichtigen Grund, warum sich diese Investitionen stark von anderen regulären Staatsausgaben unterscheiden. Diese Arten von Investitionen, die mit der nationalen Sicherheit oder militärischen Überlegenheit verbunden sind, sind auf eine ganz spezielle Kombination von Faktoren ausgerichtet. Sie sind in der Regel nämlich auf innovative Industrien, Forschung und Entwicklung von Spitzentechnologien und zwar mit angewandten Ergebnissen ausgerichtet. Deswegen können in den meisten Fällen diese wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen auch in anderen Wirtschaftszweigen genutzt werden. Sagen wir einfach, dass die Effekte dieser Investitionen in der Regel nicht einmalig sind, sondern es handelt sich um langfristige Beiträge. Es lässt sich nun einmal schwer prognostizieren, in welcher Weise sich Grundlagenforschung irgendwann mal rentieren wird. Ich bin sicher, dass die Köpfe hinter der Entwicklung des ARPANETs nicht damit gerechnet haben, was für Konsequenzen das Internet für unser aller Leben haben würde. Außerdem handelt es sich bei den Sektoren, in die investiert wird, in der Regel um das verarbeitende Gewerbe, das wiederum andere Unternehmen benötigt, die es mit Materialien, Produktteilen oder anderen wichtigen Zulieferungen für seine Arbeit unterstützen. Dies führt dazu, dass diese Art von öffentlichen Investitionen enorme Anstoßeffekte auslösen, die den Nutzen für die Wirtschaft vervielfachen. Und deswegen waren diese Art von Investitionen am Ende mehr als doppelt so effektiv wie andere staatliche Investitionen im Land. Okay, alles, was wir gerade erklärt haben, ist schön und gut. Doch es hilft uns nicht, eine wesentliche Frage zu beantworten. Wie kommt es eigentlich, dass nach dem Ende des Weltraumwettlaufs jene Regionen, die nicht mehr das ganze Geld erhielten, immer reicher wurden? Was genau führt dazu, dass eine Region nach einer riesigen Kriegsinvestition auf der Höhe der Zeit ist und sich selbst versorgen kann, ohne dass mehr öffentliche Gelder benötigt werden? Nun, die Antwort auf diese Frage finden wir in den Flugzeugfabriken des Zweiten Weltkriegs. Also lasst uns noch einmal zu dieser Reise aufbrechen. Aufgepasst! Anstoßen, zurücklehnen, genießen. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurden die USA zum größten Waffen- und Munitionslieferanten der alliierten Länder. Und eine dieser Waffen waren eben Kampfflugzeuge. In den ersten Jahren häuften die Flugzeugfabriken Arbeiter, Maschinen und Montageanlagen an, um so viele Flugzeuge wie möglich zu produzieren. Auf dem Höhepunkt des Krieges verlangte die US-Regierung jedoch so viele Flugzeuge von den Fabriken, dass sie einfach nicht mehr mithalten konnten. Es gab nicht mehr genug Arbeiter und keine Maschinen mehr, die man anhäufen konnte. Das System war vollkommen gesättigt. Der Wirtschaft gingen die Ressourcen aus, den Fabriken ging der Dampf aus. Es wäre vielleicht logisch gewesen, dass die Flugzeugproduktion in dieser Situation völlig stagniert oder sogar zurückgegangen wäre, aber seht euch an, was tatsächlich passiert ist. Obwohl den Fabriken die Arbeiter ausgingen und sie nicht mehr genügend Maschinen hatten, konnten sie ihre Flugzeugproduktion mehr als verdreifachen. Und ahnt ihr, wie sie das angestellt haben? Nun, durch die Nachahmung des Modells der Automobilindustrie, die Einführung der Fließbandproduktion, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um Fehlzeiten zu reduzieren und die Standardisierung der Produktion.
Das ist etwas, das ziemlich logisch erscheint. Henry Ford hatte schon viele Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg Fließbänder erfunden und es ist nur logisch, dass die Flugzeugindustrie seinem Beispiel irgendwann folgen würde. Tatsächlich kam es aber erst mit dem Zweiten Weltkrieg dazu. Das heißt erst 30 Jahre, nachdem Ford das Fließband in der Automobilindustrie eingeführt hatte. Die Frage ist daher, warum hat es so lange gedauert? Die Antwort ist in folgendem Zitat zusammengefasst. In Friedenszeiten hatte die Flugzeugindustrie keine Gelegenheit, sich mit den Techniken der Fließbandproduktion vertraut zu machen. Diese Techniken wurden nicht benötigt, um die Produktionsanforderungen in Friedenszeiten zu erfüllen und wurden wegen ihrer hohen Kosten bei den Produktionsmengen in Friedenszeiten nicht eingesetzt. Unterm Strich zwang die enorme kriegsbedingte Nachfrage jene Unternehmen, die unter starkem Druck standen, zur Anpassung. Das würde erklären, warum die Auswirkungen der riesigen Investitionen der NASA noch Jahre später nachwirkten und schließlich ganze Branchen langfristig verbesserten. Mit diesen Investitionen wurde die produktive Anpassung einer Vielzahl von Unternehmen erzwungen. Ihnen wurde ordentlich Dampf gemacht und sie wurden gleichzeitig in die Schranken gewiesen, um ihre Produktivität zu steigern. Dieser Effekt wird von Ökonomen als Lernen durch Notwendigkeit bezeichnet und ist in vielen Branchen auf der ganzen Welt ein weit verbreitetes Phänomen, das weit über das Beispiel in diesem Video hinausgeht. Oder auf gut Deutsch, Not macht erfinderisch. Und die Wahrheit ist, dass uns genau dieses Phänomen momentan sehr am Herzen liegt. Seit dem Ausbruch des russischen Krieges in der Ukraine, der globalen Pandemie und den Lockdowns gibt es auf der ganzen Welt Engpässe bei Tausenden von Waren, vor allem bei technischen Produkten wie Mikrochips. Sehr viele Unternehmen sind in den letzten Jahren einfach überfordert und überlastet gewesen. Aber wie wir gesehen haben, ist es durchaus möglich, dass sie deshalb produktiver werden mussten. Und vielleicht können sie uns deswegen auf lange Sicht mehr, bessere und billigere Produkte liefern. Tja, manchmal brauchen Menschen einfach einen Anstoß, um so richtig loszulegen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Ein weiteres Bonmot hierzu lautet: Unter Druck entstehen Diamanten. Aber es gibt noch einen anderen Grund, der den langfristigen Erfolg von Kriegen und dieser Art von Investitionen in die Industrien eines Landes erklären könnte. Das Manhattan Project sagt euch sicherlich was, oder? Nun, das Manhattan-Projekt war das Programm der US-Regierung, das die Entwicklung und den Bau der Kernspaltungsbombe zum Ziel hatte. Dieses Makroprojekt war Teil eines viel größeren Maßnahmenpakets, das die USA mit dem Ziel auf den Weg brachten, neue Waffen und Technologien zu entwickeln, in denen sie den Zweiten Weltkrieg gewinnen konnten. Dank dieses Programms entstanden zahlreiche Patente und Erfindungen, wie zum Beispiel die Radartechnologie, das Sonar und natürlich die Atombombe. In einer Studie wurde die Entwicklung der Patente in den Regionen, in denen diese Projekte durchgeführt wurden, analysiert und Folgendes festgestellt. In Regionen, in denen wissenschaftliche Projekte wie das Manhattan-Projekt liefen, wurden in den folgenden Jahrzehnten bis zu 40% mehr Patente angemeldet als in den übrigen Regionen der USA. Wieder einmal war es so, als ob die Anfangsinvestitionen der ganzen Branche einen riesigen Schub gab, der sie dann in der Folgezeit wie von selbst fliegen ließ. Und wie genau wurde das erreicht, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Nun, die Antwort der Forscher lautet, dass dies auf die Konzentration von Talenten und Unternehmen zurückzuführen ist. Öffentliche Investitionen fungierten als eine Art geografischer Organisator. Die fortschrittlichsten Unternehmen, die besten Wissenschaftler und Ingenieure waren in den Regionen konzentriert, in denen die Regierung diese Projekte initiiert hatte. Als sie alle zusammenkamen, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis das wissenschaftliche Potenzial zum Tragen kam. Mehr oder weniger so, wie es heute an Orten wie dem Silicon Valley oder dem MIT der Fall ist. Im Wirtschaftsjargon spricht man hier von Agglomerationsökonomien. Zusammenfassend können wir jedenfalls sagen, dass Kriege und das Gefühl der Bedrohung bzw. des Wettstreits wichtige Katalysatoren für die wirtschaftliche und technologische Entwicklung eines Landes, in diesem Fall der USA, sein können. Erstens, weil sie es ermöglichen, viele Ressourcen für Innovationen und Sektoren mit großem Potenzial bereitzustellen. Zweitens, weil sie die Aktivierungsenergie liefern, den Anstoß, den viele Branchen brauchen, um später dann aus eigener Kraft voranzukommen. Und drittens, weil sie in der Lage sind, wichtige Agglomerationen von Unternehmen und Talenten zu schaffen. All dies bedeutet natürlich jedoch nicht, dass Kriege gut sind. In all den von uns erläuterten Fällen hatten die USA am Ende nicht das Unheil eines Krieges auf ihrem eigenen Territorium zu befürchten. Es wird für die Ukraine daher sehr schwierig sein, den USA diesen Kriegserfolg nachzumachen. Und das alles bedeutet auch nicht, dass alle Länder jetzt ihre öffentlichen Ausgaben für Technologie erhöhen müssen. Denn obwohl öffentliche Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen enorme soziale Renditen haben können, bis zu 20% wie im Fall des Weltraumwettlaufs, zeigen andere Studien, dass die Renditen von privat investierten Unternehmen 2 bis 3-mal so hoch sein können.
Und vergesst nicht, dass alle staatlichen Ausgaben Ressourcen aus dem privaten Sektor abziehen. Irgendwo muss das Geld schließlich am Ende herkommen. Das Gute an den Kriegsausgaben ist auf jeden Fall, dass es sich um notwendige Ausgaben handelt. Und sie sind sicherlich rentabler als die meisten anderen öffentlichen Ausgaben. Aber sie sind auch nicht unerlässlich für die technologische Entwicklung. Das Silicon Valley ist nicht als Nebenprodukt staatlicher Investitionen entstanden, sondern dank einer Initiative der Stanford University, einer privaten Universität. Daher lautet die Antwort auf die Frage, ob die USA durch ihre Kriege so reich geworden sind, wahrscheinlich nein. Es ist sicherlich möglich, dass all diese Investitionen zu ihrer Entwicklung beigetragen haben, aber sie sind nur ein Faktor unter vielen für den wirtschaftlichen Erfolg der Amis. Und nachdem wir das also geklärt hätten, seid erstmal ihr an der Reihe. Was haltet ihr von der Geschichte der NASA und den Kriegsinvestitionen? Glaubt ihr, dass die Regierung der Yankees mit diesen riesigen Investitionspaketen das Richtige getan hat? Welche anderen Vorteile könnten Kriege, so makaber es auch klingt, eurer Meinung nach für die Volkswirtschaften der Welt haben? Wie immer sind wir auf eure Diskussion zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und diskutiert es mit ihnen. Vergesst bitte auch nicht das Abo mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit uns dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald.